Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Haul von mir. Heute zeige ich euch ein bisschen Beauty, aber auch Mode. Ich weiß, dass immer viele von euch daran interessiert sind und auch gerne wieder ein neues Plus-Size-Mode-Video sehen würden. Und weil ich so viele Zuschriften diesbezüglich bekomme, arbeitet es in meinem Gehirn auch schon und ich plane in meinem Kopf schon ein Mode-Video. Okay, ich weiß noch nicht, wann es online kommt. Lasst euch überraschen. Am besten abonniert ihr diesen Kanal, damit ihr kein Video verpasst. Dann verpasst ihr auch dieses nicht. Heute geht es um das Thema Shopping. Ich habe also Beauty eingekauft, ich habe Mode eingekauft, die ich euch heute gerne zeigen möchte. Und dieses Video entsteht in Zusammenarbeit mit iGraal. Vielleicht kennt ihr die Seite schon, vielleicht nicht. Falls nicht, ich stelle sie euch heute vor und habe noch ein extra Goodie für euch in petto. iGraal ist eine Cashback-Seite, die ich persönlich schon seit Jahren nutze. Ihr fragt euch vielleicht, wie das funktioniert. Das ist ganz einfach. Auf der Seite von iGraal gibt es über 1500 Partnershops, die mit iGraal zusammenarbeiten. Das garantiert auch euer Lieblingsshop dabei, mehrere sogar, ich bin 100% sicher. Gleichzeitig habe ich aber auch schon viele Shops über iGraal entdeckt, die ich vorher so noch nicht kannte. Und ihr könnt einfach auf den Seiten shoppen wie bisher, mit der einzigen Ausnahme, dass ihr euch über iGraal anmeldet. Es gibt die Möglichkeit, einen Cashback-Melder einzurichten. Das habe ich bei mir auf meinem Mac getan. Das kann man an jedem PC machen. So erkennt der PC automatisch die Online-Seite und sagt euch Bescheid anhand von so einem roten Balken. Achtung, hier könnt ihr sparen. Ihr braucht nur das Cashback zu aktivieren. Und das habe ich bei meiner Bestellung, die ich bei Douglas getätigt habe, jetzt von meinem Geburtstagsgeld. Ich habe nämlich Gutscheine geschenkt bekommen von Douglas, auch getan. Das heißt, ich bin an meinem PC auf die Seite von Douglas gegangen, dann wurde ich hingewiesen, Achtung, hier kannst du sparen, dann habe ich mein iGraal-Konto aktiviert und dann sehe ich auch direkt die Prozentzahl, was ich da sparen kann bei meinem Einkauf. Das heißt, ich bekomme Geld zurück vom Partnershop bzw. von iGraal und ich kann dann eben auf meinem iGraal-Konto auch direkt sehen, was mir da gut geschrieben wird. Also die Prozente werden dann ausgerechnet und mir wirklich in barem Geld auf meinem iGraal-Konto gut geschrieben. Das sehe ich auch sofort. Ein, zwei Tage später ist das schon da. Wirklich gut geschrieben, sodass ich es mir auszahlen lassen kann, wird es dann, wenn der Kauf vom Partnershop bestätigt ist und iGraal das Geld dann freigibt. Ab 20 Euro kann man das tun. Ich habe heute einen ganz besonderen Link für euch bekommen von iGraal. Den findet ihr unten in der Infobox. Wenn ihr euch über diesen Link anmeldet, bekommt ihr ein Willkommensgeschenk. Nicht von üblicherweise 5 Euro, sondern ihr bekommt ganze 10 Euro. Das heißt, ihr müsst nur noch ein paar Mal über den Link von iGraal einkaufen und dann habt ihr schon die 20 Euro zusammen und bekommt diese dann auch ausgezahlt, wenn ihr auf Auszahlung klickt. Da ich das schon seit Jahren benutze, weiß ich, dass das total gut funktioniert. Es hat bei mir immer funktioniert und ich gebe zu, ihr seht vielleicht hier den Betrag, den ich jetzt so im letzten Jahr zusammengesammelt habe. Ich bestelle allerdings auch sehr viel online. Ich bestelle fast alle meine Klamotten online. Ich bestelle sehr viel Beauty online und es waren wirklich weit über 300 Euro bei mir. Es ist bei mir so ein bisschen in Vergessenheit geraten, wie mein Kontostand da ist, weil ich immer ganz automatisch schon über meinen PC, über iGraal bestelle und mittlerweile auch über die App. Das heißt, es gibt eine App von iGraal, da könnt ihr euch einfach einklicken. Da seht ihr auch die ganzen Shops. Ihr könnt Shops mit Herzchen versehen. Das heißt, das sind eure Favoriten. Ich habe das bei mir gemacht, bei zum Beispiel Douglas, Flaconi. Bei Nike habe ich schon bestellt. Ich glaube, Hunkemöller gehört dazu. Also verschiedene Shops gehören dazu, die ihr euch auch markieren könnt. Und dann gehe ich einfach über die App von iGraal auf diesen Shop, melde mich im Shop an, bestelle und auch dann bekomme ich mein Cashback gutgeschrieben. Das geht, wie gesagt, ziemlich schnell. Ich hatte jetzt hier den neuen Kontostand von 8,83 Euro, meine ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann habe ich bestellt über die Seite von Douglas an meinem Handy, weil ich unterwegs war, habe die Bestellung abgeschickt und habe dann den Hinweis bekommen, dass ich innerhalb von 48 Stunden mein Cashback schon sehen kann. Und am nächsten Morgen war es bei mir soweit. Jetzt seht ihr den neuen Stand von 13 Euro und ich blende euch das alles hier ein, damit ich mich da nicht vertue. Das habe ich also dann gleich heute Morgen schon gesehen. Ich habe es gestern Abend bestellt und weiß jetzt, sobald der Kauf bestätigt ist, die Produkte sind bei mir, wird es gut geschrieben und ich kann es mir auszahlen lassen. Das ist eine wunderbare Art, beim Online-Shopping direkt zu sparen. Die Prozente, die man zurückerstattet bekommt, sind unterschiedlich je nach Shop. Und da steht es eben auch immer einfach drunter und da sind nochmal extra Hinweise. Und ihr bekommt bei iGraal auch immer nochmal Tipps, welche Gutscheine ihr einsetzen könnt. Das ist dann pro Shop nochmal aufgelistet. Da könnt ihr
dann noch irgendwelche Goodies bekommen. Halt so, was eben gerade angeboten wird. Da braucht ihr nicht noch auf anderen Seiten schauen, sondern ihr habt alles gebündelt bei iGraal auf einen Blick. Und ich mache das, wie gesagt, schon sehr lange so, sonst wäre ich auch nicht auf diesen gigantischen Betrag gekommen. Ich hatte mir vorher schon zweimal was auszahlen lassen. Es hat wunderbar funktioniert. Das ist dann einfach auf meinem Konto eingegangen und mit dem Geld habe ich gleich wieder neu geshoppt. Ihr kennt mich. So, ich möchte euch diesen Shop vorbehaltlos empfehlen. Nutzt den Link, der unten in der Infobox steht. Dann habt ihr 10 Euro Startguthaben. Es wird euch gefallen, genauso gut wie mir. Ich bin mir sicher und ja, guckt mal unten rein. Jetzt kommen wir zu den Sachen, die ich geshoppt habe. Und zwar habt ihr das vielleicht gerade schon so ein bisschen erblicken können. Ich habe mir bei Douglas von meinem Geburtstagsgeld ein Produkt nachbestellt, von dem ich sehr begeistert bin. Das ist von Becca, dieser Bronzing Skin Perfector. Das ist eigentlich so ein Porenverfeinerer, aber in Bronzy. Der ist also eine bräunliche Farbe, nicht rötlich. Und den gebe ich mir unheimlich gerne unter das Make-up. Ich trage den auch heute wieder. Ich zeige euch den gerne auch nochmal in Action. Das Produkt selber sieht so aus, kommt in einer Tube. Ich bin da unheimlich lange mit ausgekommen. Den letzten hatte ich zum Geburtstag geschenkt bekommen und auch diesen hier jetzt wieder von meinem Geburtstagsgeld gekauft. Ich liebe den als Primer für unter dem Make-up und im Sommer auch pur getragen. Und deswegen durfte der wieder einziehen bei mir. Und zwei Produkte von Chanel habe ich mir bestellt. Das eine Produkt trage ich schon. Und zwar ist das hier. Das ist ein Lidschatten in Stiftform. Die heißen bei Chanel Stylo Ombre et Contour. So, und ich habe die Farbe 08 Rouge Noir. Ich wollte den schon lange haben. Ich habe das Video gesehen auf der Chanel-Seite selbst, zusammen mit Lucia Pica und Kristen Stewart. Und sie schminkt sie mit diesem Stift. Und ich fand es so toll. Ich hätte jetzt fast was anderes gesagt. Ja, dass der schon länger auf meiner Wunschliste stand. So sieht der Stift aus. Ist also einfach wie ein Kajalstift, aber ein bisschen dicker. Und damit habe ich mich auch heute geschminkt. Das heißt, ich habe mein komplettes Auge damit umrandet. Ich habe hier so ein bisschen in der Lidfalte gearbeitet und ausgeblendet. Im Grunde genommen genauso, wie sie das in dem Chanel-Video auch macht bei Kristen Stewart. Ich habe es quasi nachgeschminkt. Und ich werde da noch einiges mit ausprobieren und noch mit Lidschattenfarben kombinieren und so weiter. Aber das, was ich heute trage, gefällt mir schon extrem gut und das nur mit diesem einen Stift. Außerdem durfte noch ein Pinsel bei mir einziehen. Ich muss gestehen, dass ich diesen Pinsel von Chanel, das ist so ein doppelter Pinsel, schon besitze, allerdings in Weiß. Das heißt, da sind die Pinselhaare ein bisschen straffer und mehr so für cremige Konsistenzen, würde ich jetzt sagen, ausgelegt. Und dieser hier ist eben der, der hat zwei so Käppchen drauf, dann kann man die hier so rausziehen. Das ist eben der, der etwas weicher ist mit den braunen Pinselhärchen. Das ist nochmal so ein Blenderpinsel dabei und einer zum Auftragen. Ich liebe diese Art von Pinseln vor allen Dingen auch, weil ich das eben hochziehen kann, gut verstauen kann. Es ist immer alles geschützt, auch für unterwegs bestens geeignet. Ich weiß, dass der schweineteuer ist, aber es ist auch eine sehr gute Qualität von Chanel und ich wollte den. Und als Geburtstagsgeschenk darf man sich aussuchen, was man möchte. Jetzt kommen wir zu meiner Bestellung bei H&M. Da bestelle ich in der letzten Zeit sehr gerne und ich bestelle auch viel für meinen Sohn. Und immer wenn ich für meinen Sohn bestelle, da sind die Jeanshosen eben bei Kindern schnell mal durchgewetzt und so, ne? Der mag gerne diese Joggers, diese gemütlichen, aber die trotzdem aussehen wie Jeans. Wenn ihr Kinder habt, wisst ihr bestimmt, was ich meine. Und da haben wir auch so eine Windjacke noch für ihn bestellt und so. Und immer wenn ich diese Bestellungen mache bei H&M, ploppt wieder iGraal auf. Ich gehe natürlich über iGraal rein, suche dann in Ruhe aus und bestelle mir immer was mit. Immer. Und zwar habe ich mir zum einen ein T-Shirt bestellt in diesem Zebra-Muster, aber es ist beige-schwarz. Ich finde es total schön. Ich blende euch hier mal noch ein Bild ein, da halte ich mir das so an. Es ist nämlich etwas länger, fällt sehr schön, der Stoff ist weich und trotzdem so fest. Ich weiß nicht, also das kann man auch als Kleidchen anziehen, einfach im Sommer jetzt mit einer Radlerhose drunter und offenen Schuhen. Man kann das selbstverständlich ganz normal zu Jeans anziehen. Ich mag das immer, wenn es länger ist und so ein bisschen über den Bobbes geht. Und ich fand das Muster einfach toll. Die hatten viele Animal Prints jetzt auch bei H&M. Das scheint ja auch nicht aus der Mode zu gehen, habe ich gesehen. Ich persönlich mag halt den Leoparden-Look nicht ganz so gerne, aber das hier, das fand ich cool, weil es auch gleichzeitig so elegant und schön aussieht mit diesem Beige einfach. Dann habe ich mir einen Rolli bestellt und zwar diesen hier, den kennt ihr schon, wenn ihr mir bei Instagram folgt, da habe ich den auch schon angehabt. Ich fand einfach das Muster so ansprechend. Das war eine Zusammenarbeit, eine Kollaboration mit einem Designer, dessen Name mir leider entfallen ist, aber der hatte unheimlich schöne Sachen dabei. Und da von dieser, ach, das habe ich gar nicht hier, aber von dieser Kollaboration, auch von H&M, hatte ich mir auch noch so eine braun-schwarz gemusterte Bluse bestellt. Das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen von der Musterung. Das ist eben ein kurzer, dünner Rolli, der auch super unter einem Blazer zum Beispiel passt.
oder unter einer Strickjacke. Ich habe mir noch zwei Strickjacken bestellt, die habe ich jetzt hier nicht mit, aber die blende ich euch hier ein, das habe ich extra abgefilmt. Zum einen eine hellbeige, sehr lange Strickjacke mit Eingrifftaschen. Ich finde das mega cool. Es passt zu vielen Outfits. Man kann sie immer einfach drüber werfen und sie hält einen muckelig warm, geht natürlich auch über den Po, die ist ja richtig lang. Man kann sich so einhüllen, wenn man irgendwo sitzt, einem wird nicht kalt. Es ist ein schöner Stoff und die war halt eben auch nicht ganz so teuer. Außerdem habe ich mir noch eine weitere Strickjacke bestellt, die etwas kürzer ist und auch etwas dicker. Und die habe ich genommen, weil ich die Farbe so toll fand. Das ist so ein Taubbraun. Passend dazu habe ich mir gleich noch so ein Haarbändchen mitgenommen. Das hängt direkt mit am Bügel, seht ihr ja. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe, glaube ich, beide in XL genommen und ja, sehen beide super aus. Und das ist für mich schon so eine richtig schöne Herbst-Übergangsmode. Also es gefällt mir total gut. Die zwei Sachen habe ich auch bestellt. Werdet ihr auch in Zukunft bei Instagram bestimmt mal bei Outfit-Bildern sehen können. Außerdem durfte noch ins Körbchen hüpfen ein Pullover. Dieser hier, der ist so in so einem Eisgrün und ganz hellbeige gestreift. Ganz normaler Pulli, ganz normal geschnitten für die kalte Zeit, die jetzt kommt. Und dann noch ein Pullover, den habe ich schon in dieser Form. Der ist von Divided, auch wieder in XL. Der hat aber so eine schöne Farbe. Das ist so ein Altrosé, richtig fast schon taub, so Altrosé-taub, total schön. Ich habe so einen Pullover schon und den habe ich auch an, der ist auch von H&M, der ist allerdings schon ein bisschen älter, könnt ihr das sehen? Ja, und der ist eben beige und die fallen so schön, die sind nicht ganz so dick, also man schwitzt nicht so schnell darin und trotzdem verhüllen sie eben auch die Arme und sind ein bisschen länger geschnitten und sitzen aber sehr locker. Ich liebe diese Pullis und der war jetzt, glaube ich, auch noch im Sale, sodass ich den einfach mitbestellen musste. Ein weiterer Shop, der auch bei Igral zu finden ist, ist Heine. Und ich habe bei Heine so ein bisschen, ich hatte so einen Katalog bekommen und habe Schuhe gesehen, die ich mega cool fand. Und dann habe ich die mir dort auf die Wunschliste gelegt und plötzlich waren sie im Sale und dann kam ich nicht mehr dran vorbei. Ich fand die so cool. Offenbar ist ja im Moment so der Cowboy-Schuh-Look, also dieser Stiefel-Look total in. Ich konnte mich aber nicht richtig mit Stiefeln dieser Art anfreunden, bis ich diese Stiefel gesehen habe, also in Schwarz haben sie mir am besten gefallen. Mit diesen Cutouts und so, ich fand die mega. Die sind auch nicht ganz so hoch, ich glaube 6 cm oder so. Und ja, hier sind sie. Ich habe sie mir bestellt und ich bin so happy, dass ich das getan habe. Das ist kein echtes Leder, das ist so ein nachgemachtes Leder. Aber die sind super bequem. Ich war damit schon den ganzen Tag unterwegs und habe keine Schmerzen gehabt, obwohl ich normalerweise nur noch flache Schuhe trage. Aber die sind eben einfach schick. Durch ihre Spitze machen die auch noch einen schlanken Fuß. Ich hatte vor kurzem hier ein Foto auch bei Instagram gepostet. Da seht ihr, wie ich die anhabe. Und viele haben danach gefragt, was sind das für Schuhe? Ich habe es euch jetzt verraten. Die sind von Lascana. Die habe ich nur bei Heine bestellt. Und auch hier wieder mit Cashback und so. Ne? Und ich wusste gar nicht, dass Lascana Schuhe hat. Das war mir gar nicht bewusst. Ich habe das erst bei Heine dann gesehen. Ich denke, hä, Lascana, die haben noch viel mehr Schuhe. Die haben schöne Sandalen und Pumps und so. Also da kann man durchaus auch mal gucken, wenn man mal was Schickes sucht. Und ja, ich bin happy mit meinen neuen Schuhen. Ich hoffe, dieses Video hat euch wie immer ein bisschen Spaß gemacht. Ich danke Igral für die Zusammenarbeit, für den tollen Tipp und natürlich den tollen Link für euch, dass ihr 10 Euro Startguthaben bekommt anstatt 5. Wie gesagt, der Link steht unten drin. Nicht vergessen, drauf zu klicken. Ich kann es von Herzen empfehlen, sonst würde ich diese Kooperation nicht machen. Ich mache das selber schon seit Jahren. Und wo man sparen kann, ne, sollte man das vielleicht tun. Jetzt bedanke ich mich wie immer bei euch fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt mir alle gesund und ich sage bis zum nächsten Video. Tschüssi!